herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Dream Factory Kanal. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Janis Pergauchl und ich bin der wahrscheinlich nachhaltigste Coach der Welt. Und wie du siehst, bin ich hier schon wieder mal an einem traumhaften Ort, und zwar an dem Uluwatu-Tempel auf Bali. Aber darum soll es halt gar nicht gehen, sondern um das Thema, warum du deine Glaubenssätze verändern musst. Vor allem, wenn du Erfolg haben möchtest. Wenn du deine Traumpartnerin, deinen Traumpartner haben möchtest, wenn du deinen Traumkörper erreichen möchtest, finanziellen Erfolg, Erfolg im Business, Erfolg in deiner Selbstständigkeit, in deinem Angestelltentum, egal wie und wo, es ist essentiell, an dir und deinen Glaubenssätzen zu arbeiten. Und warum, werde ich dir in diesem Video erklären. Also sei gespannt, was da an Content auf dich wieder einprasst. Deswegen, ja, was sind Glaubenssätze überhaupt? Wir haben da ja schon öfters mal drüber gesprochen, ich habe da auch mehrere Videos gemacht. Vor allem sind Glaubenssätze Überzeugungen. Das sind Sätze, an die du selbst glaubst sozusagen, wovon du überzeugt bist, dass die der Wahrheit entsprechen. Und du erinnerst dich vielleicht, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt, wie wir sind. Und zwar durch die Brille unserer Glaubenssätze. Und deswegen ist es so wichtig, wenn dir deine Realität aktuell nicht passt, wenn du zu wenig verdienst, wenn du unattraktiv auf andere wirkst oder zumindest von dir nicht überzeugt bist, dann solltest du unbedingt an deinem Mindset und vor allem an deinen Glaubenssätzen was ändern, weil hier liegt letzten Endes der Schlüssel zum Erfolg, zur finanziellen Freiheit, zu Liebe und all den Dingen, die wirklich wichtig sind für dich, dein Leben und deine Träume. Deswegen Glaubenssätze, ganz klar, erinnere dich an das Tischbeispiel. Wir haben eine Tischplatte und das ist jetzt dein Glaubenssatz. Und in der Regel, so wahr mir Gott helfe, so leider ist es nämlich auch, sind die meisten Glaubenssätze unbewusst, unterbewusst verfügbar. Also wir wissen gar nicht selber, was wir überhaupt für Glaubenssätze haben, aber man kann die ganzen entschlüsseln. Und das will ich dir auch wirklich ans Herz legen, dass du die entschlüsselst. Und das machst du vor allem, wenn du dich damit befasst und hinterfragst, also auch mal wirklich kritisch hinterfragst, warum du dich in Situation X, wie zum Beispiel du bezahlst bei einer Bedienung dein Essen, unwohl fühlst. Könnte sein, dass du dann ein Problem mit Geld hast, beziehungsweise einen schlechten Glaubenssatz mit Geld oder irgendwas, was auf jeden Fall in deinem Mindset divergiert mit deiner Vorstellung und der Realität, beziehungsweise deinem Paradigma, also deiner Weltanschauung. Ja, Glaubenssatz. Stell dir eine Tischplatte vor, das ist jetzt dein Glaubenssatz. Zum Beispiel, wenn wir wieder aufs Thema Geld zurückkommen, ich bin arm. Oder viele Menschen haben unterschwellig den Glaubenssatz, Geld ist schlecht. Geld ist die Wurzel allen Übels und genau deswegen verdienen sie auch kein Geld. Genau deswegen fällt es ihnen auch schwer, den Umgang mit Geld zu lernen, weil unterbewusst wollen wir natürlich alle gute Menschen sein, was auch sowas von toll ist. Und da wir denken oder da uns beigebracht wurde, beziehungsweise im Alter von 0 bis 7 Jahren wir alles ungefiltert aufgenommen haben. Also wenn unsere Eltern auch Geldprobleme hatten oder wir einen Streit mitbekommen haben, wo es ums Thema Geld geht oder Obdachlose auf der Straße gesehen haben und uns dann vielleicht gedacht haben, ja, das Geldsystem ist scheiße, Geld muss ja richtig schlecht sein, dann wirst du heute und wenn du es nicht änderst, wahrscheinlich auch bis zum Rest deines Lebens im Hamsterrad strampeln und immer wieder dieselben Probleme anziehen bzw. vor dieselben Herausforderungen treten, bis du es auf der mentalen und unterbewussten Ebene gelöst hast. Deswegen, Glaubenssatz, Geld ist schlecht, heißt, wir haben Tischbeine unter unserer Tischplatte. Das heißt, jedes Tischbein repräsentiert ein Referenzerlebnis. Das heißt, ein Erlebnis, wo das Ganze natürlich für dich bestätigt, sozusagen. Deine Eltern streiten sich wegen Geld. Geld ist schlecht. Erste Bestätigung. Ja, du hast dadurch ein ungutes Gefühl oder du hast gesehen, ja, der Schulhof Rüpel verschlägt einen kleinen Jungen wegen seinem Essensgeld. Ja, Geld ist schlecht, sonst wäre das dem ja gar nicht passiert. Nächstes Tischbein und so weiter. Und je mehr Referenzerlebnisse du dann durch natürlich sammelst, desto fester steht dieser Tisch in deiner Realität und desto fokussierter blickst du auch von diesem Tisch herab. Heißt, du stehst dann auf dem Tisch der Glaubenssätze und schaust mit dem Fokus in deine aktuelle Realität und findest natürlich immer mehr Bestätigungen, weil du grundsätzlich eh von dieser Überzeugung ausgehst. So entstehen auch diese sogenannten selbsterfüllenden Prophezeiungen.
ja, wenn du dir jetzt zum Beispiel die ganze Zeit einredest, ja, das klappt ja eh nicht, ja, das passt sowieso nicht zu mir, ja, das schaffe ich eh nicht. Natürlich schaffst du es dann nicht, weil du das Ganze in dein Unterbewusstsein eingibst, in deinen Supercomputer, der genau das möglich macht, woran du die ganze Zeit denkst, woran du überwiegend arbeitest, wovon du überzeugt bist. Weil wenn du jetzt schon nicht an dich glaubst, an deinen Erfolg, dass du Millionär werden kannst, dass du alles haben kannst, was du möchtest, das Leben deiner Träume leben kannst, dann verspreche ich dir, wirst du es auch nicht erreichen. Also hier wird es auch mal ein bisschen direkter, denn es ist unglaublich wichtig, an dir und deinen Überzeugungen zu arbeiten. Weil du entweder wirklich die Flügel in deinem Leben dadurch entfalten kannst oder sie dir wirklich abschneidest oder besser gesagt, du ziehst die Handbremse von deinem Supersportwagen, der du eigentlich bist, an und kommst dementsprechend nicht weiter und wirst auch nicht die Ziele erreichen. Und Ziele erreichen geht vor allem nur mit dem richtigen Mindset, der richtigen Herangehensweise und natürlich der Aufschlüsselung deiner Persönlichkeit. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, wenn dir noch nicht klar ist, was du wirklich vom Leben haben möchtest, wie du das Ganze bekommst, was die klaren Ziele dahinter sind, welche Glaubenssätze dich blockieren bzw. dich auf dem Weg dorthin unterstützen und beflügeln bzw. hinkatapultieren, dann solltest du unbedingt was ändern, weil dann hast du ein riesen Problem. Weil wenn du nichts daran änderst, dann wird sich dein Leben nicht verändern. Du wirst immerhin weiterhin im Hamsterrad strampeln, weiter im Meer der unbegrenzten Möglichkeiten treiben, vielleicht auch in die Depression. Viele Menschen, die keine Ziele haben, die werden dick, die werden arm, die werden faul. Das ist nicht, weil die das wollen. Keiner sucht sich aus, arm, faul, dick oder sonst irgendwas zu sein. Das liegt daran, weil sie keine klaren Ziele haben, weil sie keine Ambition haben, weil sie nicht den richtigen Glauben, die richtige Überzeugung an sich haben und vor allem nicht wissen, wie sie das Ganze für sich und ihr Leben natürlich umsetzen. Und wenn du da Unterstützung brauchst, dann scheu dich nicht, mir zu schreiben, weil genau dafür bin ich da. Damit kann ich dir helfen und vor allem kann ich dir dabei helfen und dir zeigen, wie du das Leben deiner Träume leben kannst, wie du die Weichen in deinem Mindset, in deinem Unterbewusstsein umstellst, weil sonst wäre ich nicht hier. Ich reise jetzt schon seit über 2 Monaten. Ich habe mehr Geld verdient als die Jahre davor. Es ist wirklich unglaublich, was auch durch diese ganzen Gesetzmäßigkeiten möglich ist. Doch daran musst du natürlich arbeiten. Das ist nicht, heute investierst du in den Coaching, in dich und deine Persönlichkeitsentwicklung und morgen bist du Multimillionär. Vergiss es, wer das dir erzählt, ist absolut unseriös. Ich will dir den richtigen Weg oder einen der richtigen Wege, die für mich, die für viele meiner Kunden geklappt haben, zeigen, wie du wirklich die Ketten deiner Vergangenheit sprengst und vor allem dadurch das Leben deiner Träume erschaffst. Aber ob du was aus dem Wissen machst, wo du das Wissen findest oder auch nicht, ist eine Entscheidung. Und ja, nichts aus dem Wissen zu machen, wo du es findest, beziehungsweise wer dir helfen kann. Und nichts zu wissen, ist in dem Sinne dasselbe. Deswegen nimm doch einfach dieses Geschenk von mir an, was ich dir jetzt schenke, und zwar das Break the Chain Webinar. Da hast du unglaublich viel Mehrwert, unglaublich viel Content, ist wirklich 100% kostenlos und bringt dich vor allem 100% zum Erfolg. Und wenn dir das Ganze gefällt und du enger mit mir zusammenarbeiten möchtest und auch von dem Ganzen, was ich mache, mehr ein Bild bekommen hast, dann scheu dich echt nicht, mir zu schreiben, weil wenn ich hier stehen kann, dann kannst du das auch oder wo auch immer du sein möchtest mit dem Leben deiner Träume. Es ist dein Leben, es ist deine Entscheidung. Mich würde es natürlich freuen, wenn ich dir helfen kann, genau dahin zu kommen, wo du hin möchtest, aber letzten Endes, wie gesagt, your possibility und deine Entscheidung. In dem Sinne, we change the world together. Sei gespannt, von wo das nächste Video kommt und ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Schöne Grüße aus Baden.